Ein herzlich willkommen zurück, 7 Days to Die, One Homie Left. Und den hier habe ich schon aufgemacht, da war glatt ein bisschen Papier drin. Guck mal da, ein bisschen Papier. Wunderbar. Papier, Papier, noch mehr Papier. Flaming Arrows, Revolver, eine Frieder-Schematik und noch ein bisschen anderen Kram. Nailgun-Schematik ist alles, was ich schon kenne. Aber lila. Lila ist sie, die Hunting Rifle. 512, sehr schön. Wunderbar, sehr schön. Kenne ich. Natürlich. Kenne mich ja aus hier. Ich weiß gar nicht, gibt es überhaupt noch was ich lernen kann? Ich könnte mir die Hunting Rifle hier runterschieben, aber ich will erst ein bisschen Pistolen noch lernen. Deswegen, cheerio, mein Lieber. Okay. Da bin ich raus. Was ich natürlich noch vorhabe, sind 5, 8 Sachen noch machen. Ich müsste eigentlich mal theoretisch das Fräulein hier mal fragen. Entschuldigen Sie bitte. Haben Sie was zu verzollen? Nein, gut. Ich wusste es doch. Aber den Pillenladen, den dritten Pillenladen heute. Aber hier beim Hardware-Doktor. Ich weiß, dass hier auch immer Spawneritis ist. Ein bisschen Hardware-Stuff. Muss ein bisschen Acht geben. Spawneritis hier tut echt weh manchmal. Oh, Mist, ist ja voll der Laden. Du hier? Ja, Fräulein. Kundschaft. Eieieiei. Der macht mir fast ein bisschen Angst. Weil der unterm Arm etwas riecht. Etwas unangenehm. Ist euch bestimmt schon mal aufgefallen. War da eben ein Hund? Ja. Ich höre da gerade einen Hund. Uiuiuiui, der macht Geräusche. Hast du einen Hund? Warum sind dann diese Geräusche hier? Von der Dogge. Okay. Der hat sich hinten durchgeknabbert, ne? Helga, I'm listening. Die funktioniert noch, sehr schön. Das ist ein Wire Tool. Was ist das für ein Tanz? Das ist oben, oder? Jetzt sag mal, das ist doch oben, oder? Okay, Bunny. Oh, Schematics. Aber not enough. Es ist gleich Viertel vor, ne? Viertel vor, ich muss mal weg hier. Hallo, warte mal. Ganz kurz. Ach Mann, ey. Achim. Das war wertvoll. Das war ein gutes Stück Eisen. Wir machen alle so einen Dance-Move hier. Okay. Dann nehme ich das wenigstens mit, ja. Gibt's alles gar nicht. Ungehobeltes Zeugvolk. Okay, das nehme ich mir auch mal mit. Ich würde gern 5-8 Forge hier irgendwo aufbauen. Hier ist noch so ein kleiner Pillenladen. Hat er was, haben sie was zu verzeugen? Oh, viele Leute. Viele Leute. Okay. Sie hat auf jeden Fall was Leckeres dabei. Muss man hier nochmal gucken, ob ich hier noch ein bisschen was rauskriege. Aus meinem Inventar. So, warte mal. Den Anvil behalte ich nochmal. Upsala. Hier, da. So. Das kommt da rüber.
Das kann weg, das auch. Gut, ich hole mir da drüben noch ein bisschen Kram, warte mal. Schnell, hier ist noch ein bisschen Kram, warte mal. Den nicht. Den hier, den kleinen Revolver, den wollte ich mal mitnehmen. Was? Wo? Warum? Ich bin's nicht. Das ist Ingo. Ingo denkt sich, ich wäre hier gefangen. Und wir müssen dich befreien. So, warte mal. No room. Okay. Chemiestation. Das würde passen. Und Chemiestation und das andere Gedingel. Gedingel natürlich. Wie sieht's denn mit Forgies aus? Ich hab mal überlegt, ob man Forgies, ob man die hier so hinstellen kann. Das ist jetzt eine ganz blöde Idee. So, warte mal. Ich zeig dir das mal. Hi, Baluchin. Ich zeig dir mal, was ich meine, ganz kurz. Wenn man die jetzt hier so reinstellt, die Forge, ob das funktioniert. Ich habe ja hier so... So, warte mal. Wir machen das mal. Recipe. Und das hier. Dann Stopf. Wir haben hier ein Röhrchen. Dann machen wir ein Bello draus. Und dann muss ich das erste Mal dahin machen. So, den ganzen Krebbelkram da mal rein. Ja, ich weiß. Jetzt bist du's da. 12, 13, 14. So. Ich lutsch meine Pille, bitteschön, danke. So. Habe ich Clay? Nee, gell? Clay habe ich nicht. Aber ich glaube, ich habe eine Schaufel. Die könnte ich doch theoretisch mal kurz schauen. Dann müsste es doch hier... Ah, hier gibt's Clay. Und da vorne auch, ne? Da vorne gibt's auch Clay. Schaufel habe ich dabei, ja, genau. Wenn wir ganz schnell gucken, hier vorne gibt es doch bestimmt an die Ecke ein bisschen... Hier gibt es ein bisschen Haus, würde ich sagen. Hallöchen. Ach, das ist ein Haus. Ich muss da hinten rum. Gott sei Dank wohnt hier keiner. Psst. Heimlich was weggenommen. Das ist auch ein Haus. Hier drunter muss Clay sein. Nee. Okay. Nein, nein, nein. Alles gut. Ich glaube, sie nimmt mir es übel. Oh, hier. Ich glaube, die wollen nicht, dass man in ihrem Garten buddelt. Kann das sein? Kann das sein, dass die was dagegen haben? So. Schnell wieder. Oh, Bird's Nest. Schnell weg. Warte mal. Ablenkendes Manöver. Oh, mein Moped. Mein Moped ist noch da hinten. Scheiße. Genau. Jetzt will ich mal gucken. Wir haben doch noch, ein bisschen Stein und noch ein Pipe. So, kein Pipe, aber Stein. Hier ist Stein. Jetzt brauche ich noch ein Pipe. Lunz, Lunz, Lunz. Kein Pipe. Hier? Ist hier ein Pipe? Ja. So, dann machen wir mal eine Forge. Vielleicht machen wir auch zwei Forgies. Ich mache jetzt erstmal eine. Stell die da rein. Und dann bräune ich da mal ein bisschen Material. So, das muss mal weg. Wir hatten eigentlich den Müll hier liegen lassen. Unverschämtheit. So. Ich finde auch, das sieht nicht gut aus, wenn das hier rumliegt. Das muss ein bisschen weg. So, so schöner auf jeden Fall. Huch, abgerutscht. So ist besser. Ja, also so eine Stadt muss doch mal ein bisschen in Ordnung gehalten werden. Ja. Und los. Abgerutscht vom Sattel. So. Okay. Das da hinten? Ja, das war ja so. Das ist ganz normales Licht. Das ganze normale Nachtlicht.
Guck mal hier. Wenn man jetzt zum Beispiel eine Forge hier reinstellt, kommt man ja da dran. Kann drüber laufen, lalala. Die Zombies können sie nicht töten. Die Forge kann nicht getötet werden. Ne? Ist doch so, ne? Und dann könnte ich jetzt eigentlich auch in die Forge ein bisschen Clay reinwerfen. Schwupps. Ein bisschen dafür und mach das mal an. So, dann gibt es auch noch ein bisschen Iron. Das kann man ja auch nur so Hatschi damit reinwerfen. Oder das hier. Ich mache erstmal das hier. Das ist sinnvoller. So. Okay. Jo, dann machen wir mal ein bisschen Forge. Ich mache ein bisschen Eisen, damit wir ein bisschen upgraden können. Ich habe mal so eine Idee, aber mal gucken, ob das was wird. Ein bisschen Fleisch haben wir. Hatte ich noch Eier? Ja, Eier haben wir auch noch. Sehr schön. Okay. Dann hau mal rein hier, mein Schatzi. Was ich noch bräuchte, ist, sind so Blumenkram. So gelbe Blumen. Ich könnte gelbe Blumen mal gebrauchen. Einmal nur. Okay, ist nicht viel. Ich mach das mal so. Haben wir eine Ho? Hallo? Die kleine Ho. Die kleine Ho möchte aus dem Gartenparadies abgeholt werden. So, hier ist die Ho. Ich probiere jetzt einfach mal. Eieiei. Dieser Kram hier immer im Weg. So, jetzt ist er erstmal kaputt. Jetzt ist erstmal kaputt. Jetzt könnte man theoretisch den Schlingel hier mal da drauf packen. Schwupps. So. Dann gucken wir mal, was bei wird. Was daraus wird. Und dann könnte man theoretisch den hier nehmen und den hier auch. Ja. Das hier einmal. Das haben wir ja schon. Und, nee, Snowberry brauche ich eigentlich nicht direkt. Haben wir noch eine andere? Hier so. So, davon nochmal. Okay, dann schmeißen wir den Mist hier auch noch mit rein. Und dann das hier oben drauf. Davon auch nochmal bitte. Okay. Habe ich noch was? Hier geht es auch? Nein, geht nicht. Snowberry. Kann man noch nicht viel zu machen. Kann man noch nicht viel machen mit. Da wäre ich auch vorsichtig mit dem Kram. Da hat man sich mal ganz schnell den Magen verrenkt. Okay. Weil es gerade Nacht ist, ich nicht so viel zu tun habe. Kann ich schon mal kurz hier so durchgehen. Da haben wir bestimmt noch mal das eine oder andere Schimmelchen. Ja, sieht gut aus. Dann können wir das ja mal da reinwerfen. So. Und dann haben wir ja schon mal ein bisschen Platz. Da haben wir doch schon wieder mal ein bisschen mehr an Platz. Ganz viele Bandagen. Das brauche ich jetzt nicht. Ich hätte noch mal Appetit auf eine Pille. Yam yam. Und ich spüle mal runter mit einem guten Schluck Wasser. Okay, hier habe ich auch noch einen Schluck. Mhm. Und ich glaube, das Feuer ist schon lange fertig. Gut. Yam yam yam. Mach ich jetzt. So. Ich könnte jetzt theoretisch hier auch nochmal. So, einmal das. Den Büchsenfraß, den guten Büchsenfraß könnte ich hier nochmal rausholen. Ja. Ich sortiere mal ein bisschen beschwindelig hier. So richtig gefällt es mir nicht. Oh, Kartoffelchen. Da müssen wir auch nochmal ran hier. Potato Seed. Nein. Gut, das reicht. Alle wollen wir ja nicht machen. Wir haben ja nur so ein kleines Feld hier. Eine ging wieder daneben. Super. Ganz toll. Ganz toll. Bisschen Hide. Und so ein Mist. Machen wir dahin. So, das. Kartoffelchen. Auch gut leere Gläser. Also, das ist
Mulky Water. Dann haben wir Bottled Water. Bierchen. Noch mehr Bottled Water und ein leeres Glas. Blueberries, Potatoes, Büchsenfraß. Büchsenfraß ist eigentlich Mist. Vielleicht esse ich es heimlich, damit es keiner sieht, damit wir Dosen kriegen. Dosen brauchen wir nämlich. So, das ist das. Das haben wir da mal gerettet. Und dann hole ich mir das und das und das auch noch mit raus. Das kommt darüber in die andere Kiste. Natürlich, weil es auch so da reingehört. Und du auch. So, hier ist so Klamottenmist. Ja. Auf welchem Mist ist nur der Klamottenmist gewachsen? Rain Alkohol. Das kann eigentlich darüber, so viel wird es nicht werden. Potato haben wir. Das wird auch nochmal später versorgt werden. So. Dann sind wir da schon bei Sipari. So. Dann kann der Mist wieder da rein erstmal. Gut. Gut, 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 gut. Ich würde sagen, den Alkohol und den Beaker packen wir auch noch mit rüber, ne? Wo wir gerade dabei sind. Das ist aber verdammt viel Alkohol. Und verdammt viele Beaker. Ich glaube, Eisen kann man rein. Nee, ist ja noch nicht so weit. Guck. Hatte ich doch noch ein Anvil irgendwo. Ein Anvil. Sortierbutton? Ich weiß, ich hatte ein Anvil in der Tasche vorhin. So, hier nicht. Ja, das ist jetzt eine gute Frage. Aha. So, hier ist der Anvil. Da können wir nämlich schöne Pfeilspitzen machen. Klack. Wunderbar. Wunderbar, wunderbar. So, ich würde ganz gerne hier drüben die Schematikkiste noch hinstellen. Wahrscheinlich ist das auch ein bisschen Zeug für einen Händler. Vielleicht nimmt mir noch einer was ab. Der Händler, der freut sich auch immer über Klamottenfragmente, das weiß ich. So. So, dann ziehen wir das gleich mal ein bisschen lang. Egal. So, auch schön. Auch schön, auch schön. Das, das, das. Die Gläser machen wir hier nochmal mit drin. Die stecken ja unwahrscheinlich. Unwahrscheinlich viel. So. Okay. Shovel. Die behalte ich schon mal ganz kurz. Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Das brauche ich jetzt direkt nicht. Fire Axe ist nicht schlecht. Genau. Nachgeladen ist. So, das Ding läuft. Schön. Wir gucken noch mal ganz kurz. Hier drüben sind auch bestimmt noch ein paar Häuschen. Ah, super. Nicht dein Ernst. Okay. Nicht dein Ernst. Okay. Irgendwie muss die Karre da raus im Dreck. Jetzt, jetzt ist er frei. Oh Gott, nein, immer noch nicht. Unglaublich. Hello, Mister. Mister. Es müsste jetzt eigentlich möglich sein, mit ihnen wieder zu fahren, oder? Nein. Okay. Also, bauen wir ab. Machen wir kurzen Prozess draus. Anders geht's nicht so. Verdammte Axt. Jetzt haben wir ein Minibike in Tasche. Nicht so, wie es soll. Bisschen Holz brauche ich, glaube ich, noch. Und damit wir nicht zu kurz kommen,
Oh, nice. Mining Tool. Ever, ever. So, ich brauche nur vielleicht eine etwas stärkere Axt. Und dann geht es mit einem Hit pro Schlag weiter. Wir sehen uns morgen wieder mit einem neuen Minibike. Vielen Dank. Oh, das Ding ist voll kaputt. 231. Ich muss mir ein neues machen. Ich muss mir ein neues Minibike bauen. Alles klar. Ich guck mal, was ich noch skillen kann. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Reinschauen. Da vorne meine kleine Oase hier mit dem Essen. Das werden wir morgen nochmal ausbauen. Morgen schräg, schräg übermorgen. Machen wir eine schön fette Party hier. Ich werde mal gucken, dass ich mit meinen eingeschmolzenen Knochen ein bisschen Fertilizer mache. Und viel Spaß bei der nächsten Folge. Teilen, teilen, teilen. Danke. Bye.